Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Ja, im letzten Part haben wir ziemlich mit den Meteoriten gefehlt, aber naja. Das passiert. Naja, auf jeden Fall haben wir unsere Waffe ein bisschen wir hatten auf jeden Fall irgendwas verstärkt, weil wir noch einen Knoten gefunden haben. Und ich habe keinen Bock jetzt nochmal diese scheiß Monster zu besiegen. What the fuck war das denn? Ach, du lebst immer noch. Ach ja, das war ja so. Gut, dann haben wir das jetzt. Wir wollten ja diesen... Na, du bist ja heldenhaft gesprungen. Ach ja, das lebt ja noch. Das ist unfair, komm da raus. Was war das denn? Bist du tot? Keine Ahnung. Haben wir noch irgendwo Munition? Das ist ziemlich... Ah, da drüben ist noch was. Warte mal, da gehen wir mal hin. Ups, das sollte nicht aufgeladen werden. Nein, Stase wollte ich auch nicht einsetzen. Könnte man denn nochmal die Richtung wechseln? Ich... Ach ja, warum mache ich es nicht so? Weil ich nicht drankomme. Oder geht das hier nicht? Ah, da. So. Okay, ja, Kredits brauche ich nicht. Ein Kredit. Na gut, bräuchte ich vielleicht für mein, was ist das denn? Oh. Bräuchte ich vielleicht auf mein Konto, aber hier nicht. So. Pow. Da oben ist noch was Schönes. Sollten wir uns... Nach der Invasion. Wow, das war jetzt ja wirklich gefährlich. Was haben wir da? Ein bisschen Plus. Ups. Aber hier noch eins. Erinnerung, vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Was willst du denn jetzt von mir? Habe ich gesagt, dass du reden sollst? Erinnerung, vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Erinnerung, Alter, halt die Fresse. Erinnerung. Mimi. So, genug Mimit. So, wo waren das Päckchen denn jetzt? Sind wir das? Wir sehen aber komisch aus. Ich sehe jetzt das Päckchen nicht. Ach, da.
Impulsgewehr. Her damit. Aber ich glaube nur 25 Stück. Das wird leider nicht reichen. Glaube ich. Oh, da ist ja noch was Schönes. Und noch mehr Plasma-Energie. Also Plasma-Energie haben wir wirklich in Hülle und Fülle. Was soll denn das denn jetzt? Nimm endlich diesen mit. Du bist so ein Smitty, ne? Superman! So. Ach, fängt das jetzt schon wieder hier an? Und Draco Meteor, wie? So. Seht ihr, ich muss erstmal die Attacke einsetzen. Kam nicht hier noch irgendwas? Hey du, sag mir das mal. Och, sie ist ja nicht mehr so fit aus. Komm. Warte mal. Passiert da was? So. Wir haben ihm nur ein bisschen geholfen jetzt, damit er ordnungsgemäß bestattet wird. Ja. Dafür sorgen wir hier. So. Ich möchte jetzt diesen Schalter nicht drücken, aber ich muss. Warnung. Freischwebende Anomalien registriert. Der Sektor muss geräumt werden, bevor die Schwerkraft wiederhergestellt werden kann. Wo ist denn hier noch eine Anu? Ach, da ist noch eine. Kann man da durchfliegen? Und ja, das kann man nicht. So, dann einen Schritt zur Seite und hepp. Wow. So. Wir sollten uns, denke ich mal, dann für den Kampf ein anderes Plätzchen suchen. Alle freischwebenden Anomalien zerstört. Schwerkraft kann jetzt wiederhergestellt werden. Ach ja, wenn die Schwerkraft wiederhergestellt wird, dann können wir ja hier nichts Großartiges mehr machen. Dann sind wir ja sozusagen gezwungen, hier zu kämpfen. Ach Leute. Naja. Woher kommen die alle? So. Ist hier irgendwo ein Nest? So, haben wir alles. Meine Fresse, das war ja wirklich... Die Familie Bibi, die hier... Ja, Stase können wir ruhig auch mal auftanken. Werde ich auch gleich mal tun. Ich werde erstmal noch meine Gesundheit auftanken. Und werde noch ein bisschen Sachen einsammeln. Puh. Oh, Credits. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen einkaufen gleich mal gehen. Ist das was? Oh, schade. Gut, hier ist sonst nichts.
Weil wir brauchen ein bisschen Platz. Und Stasis etwas. Ach, wir haben so viele Medipacks. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Ich denke mal, das reicht. Wir werden auch erstmal mit dem Plasmagerät weiter schießen. Und werden mal gucken, was, wie und wo passiert. Welche Waffe, wenn ihr Dead Space, wenn ihr Dead Space spielt, bevorzugt ihr denn so? Schlüsselabbaudeck. Das nehme ich gleich auf, weil irgendwie habe ich das Gefühl, werde ich das Gefühl nicht los, dass hier gleich irgendwas kommt dann. Habt ihr, um zur Frage zurückzukommen, habt ihr euch den Flammenwerfer oder die Laserkanone auch gekauft? Und wenn ja, habt ihr die mal ausprobiert oder nimmt er sie vorzugsweise? Weil ich kann da irgendwie nicht mit umgehen. Also ich finde den Plasma-Cutter und das Impulsgewehr am besten. Das muss der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker auf dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Ja, ich marke gleich auch was. Und zwar den nächsten Abschnitt hier. Mit Schüssen. Und ein Energieknoten. Ich freue mich über jeden Knoten, den ich bekomme. Na super, ich hasse es. Oh nein. Waren wir nicht hier erst? Okay, jetzt wird's. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Ja. Ich speichere lieber erstmal, bevor wir hier nochmal alles von vorne anfangen müssen. So. Wie gesagt, also mit der Laserkanone konnte ich nicht umgehen. Da habe ich immer kläglich... Keine Ahnung. Also... Die Laserkanone war nix und den Flammenwerfer, ja, den habe ich erst gar nicht ausprobiert. Na komm. So. Und den... Weißt du was? Den kannst du dir in den Arsch schieben. Oh. Aber das natürlich nicht. Und ob ich noch den Flammenwerfer ausprobieren werde. Das ist noch eine andere Sache. Aber ich denke mal, ich bleib bei den zwei, wie heißt es so schön? Beim Impulsgewehr und wie gesagt bei dem hier. Kann ich mal währenddessen nachladen. Das wäre vorteilhaft. Und welches Modul, also Schusskraft, Kapazität und Geschwindigkeit beim Nachladen, was soll ich als nächstes verstärken? Oder was würdet ihr für besser halten? Schreibt es in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Das habe ich das nicht... Jetzt bin ich perplex, warum habe ich denn das letzte Mal das nicht aufgehoben? Ich hätte es gebrauchen können. So. Wäre ich ja fast überrascht worden von diesen komischen
keine Ahnung, Teil. Bah. Alter. So. Kann ich das schon mal ranziehen? Nein, natürlich nicht, aber das kann ich natürlich ranziehen. Kann ich das jetzt ranziehen? Ach, ihr seid doch scheiße. Was sind das denn für Dinger? Was macht denn hier Piu Piu? Ach so, das sind diese Teile. Vielleicht sollte ich mal... Tja, ohne diese Scheißdinger können die nicht angreifen. Hast du keine Muni? Dann müssen wir wieder wechseln und aufladen. Hallo? Isaac? Bist du das wirklich? What the fuck? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Mir sagt was, dass das nicht, nicht mit rechten Dingen jetzt zugehen wird. So, einmal das. Und einmal das. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Irgendwie traue ich ihr nicht. So. Jetzt muss ich ihr noch Rückendeckung geben. Was passiert, wenn ich sie eigentlich... Ach, ihr macht das nichts aus. Und bei ihrer Lebensanzeige kein Millimeter, natürlich. Alter, da will wohl jemand nicht, dass er da durchkommen, wa? Trotzdem traue ich dir nicht. Wo? Achso, die ist da lang geflogen. Okay. Dann plündern wir nochmal hier. Oh, was sehen denn meine Äuglein da?
Jake. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Tja. Das glaube ich auch nicht. Ich muss wieder zurück, ne? Ja. Oh, oh, ich will eigentlich nicht zurück, weil ich weiß, dass er gleich wieder... Ihr seid witzig. Ihr seid... immer noch witzig. Och, joa. Irgendwie ist das eine Vorentwicklung von denen, kann das sein? Kann das sein? Ach so, ja. So. Wir sollten uns dringend Munition kaufen. Boah, warum ist denn der denn so hochgesprungen? Der Arme. Tut mir fast leid. Oh, ich will die Munition. Jungs, merkt euch das. In Umgebungen der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Ja. Na gut. Ich beende mal hier den Part. Wenn euch der Part gefallen hat, ne? Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ja, seid weiterhin gespannt, was als nächstes passieren wird. Ich bin es auch. Langsam wird schon drastisch und turbulent werden, denke ich mal. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal von Dead Space und tschüss.